auf den Punkt. Bosch hat einen Rotationsschleifer gebaut, aber nicht nur irgendeinen. Einen mit richtig Power dahinter. Das Ganze auf 12 Volt Basis, also wirklich klein und kompakt, für Scheiben im Durchmesser von 50 mm. Und das Ganze mit Drehzahlen von 5000 bis 15.000 ganz einfach über den Klicker hinten einstellbar. In 5 Stufen. Zum Polieren ist er leider nicht geeignet, weil mit 5000 minimalen Umdrehungen ist es leider ein bisschen zu hoch zum Polieren. Aber wenn ihr feinfühlige Hand habt, kommt ihr auf 1000 Umdrehungen pro Minute. Aber eigentlich nicht dafür gedacht. Aber wofür eignet sich das Gerät denn jetzt eigentlich, wenn wir damit gar nicht polieren können? Ganz einfach. Schleifen, entgraten, vorbereiten von Oberflächen, dann natürlich das Entfernen von Schweißnähten und Schweißpunkten, auch super geil, und Entfernen von Rost- und Farbresten. Und was ich auch richtig nice finde, ist, dass wir durch die Spindelarretierung nur noch ein Werkzeug brauchen zum Festziehen. Zack! Und danach könnt ihr euer Zubehör oder die Schleifscheiben einfach per Hand wechseln. Braucht ihr auch kein Werkzeug mehr für. Nice. Das Ding wird jetzt eingepackt. Marek, ich bin auf dem Weg. Ich will mal ein paar Schweißnähte schleifen. Und deswegen jetzt aber für alle, die es nicht richtig verstanden haben, kommt's nochmal.